Hallo, ich grüße dich auf Glück ist eine Entscheidung. Ja, und mein Tagesimpuls für dich heißt heute, lass nicht alles in deinen Kopf. Ja, oder lass nicht ständig alles in deinen Kopf. Was meine ich damit? Wie du weißt, wir Menschen sind Impulswesen. Das heißt, irgendwo wird ein Impuls ausgelöst, irgendwie. Das geht direkt in deinen Kopf, in deinen Geist rein und aber auch in deinen Körper. Sofort. Und je nachdem, wie der Impuls jetzt für dich ist, das heißt positiv oder negativ, je nachdem ist auch deine Reaktion, das heißt dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln aus diesem Impuls. Ja, solche Impulse bekommen wir ständig bewusst, die wir mitbekommen, aber auch ein großer Anteil unbewusst. Ja, was kannst du jetzt tun, um negative Impulse sozusagen nicht unbedingt negativ auf diese zu reagieren. Was kannst du tun? Das Erste, was du auf jeden Fall tun kannst, du kannst dir dessen bewusst werden, dass es so ist. Und zwar, wie wir Menschen einfach ticken. Wenn dir das bewusst ist, dass wir Impulswesen sind und dass wir sozusagen auf Impulse reagieren, wir uns sozusagen manipulieren lassen durch Impulse, wenn dir das bewusst ist, dann bist du schon mal auf jeden Fall ein großes Stück weiter und es wird dir immer mehr auffallen und du hast jetzt immer mehr die Möglichkeit, dadurch, dass es dir bewusst ist, darauf zu reagieren. Und zwar der zweite Schritt, und das kannst du auch gleich jetzt mal hier an dem Video an dir testen, der zweite Schritt ist, wenn du den Impuls aufgenommen hast und dir das bewusst ist, hast du sofort die Möglichkeit der Wahl. Das heißt, du kannst selber wählen, wie du darauf reagierst. Das heißt, du kannst dir eine Frage stellen, bringt mich das jetzt gerade weiter, wenn es zum Beispiel ein negativer Impuls ist, bringt mich das weiter, zieht mich das runter oder baut mich das auf? Was bringt mir das? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich irgendwie eher schlecht? Fühle ich mich gut? Das geht ganz schnell, diese Frage kannst du dir ganz schnell stellen und jetzt kannst du selber entscheiden, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Das kannst du bei dem Video direkt jetzt mal ausprobieren. Das heißt, wie reagiert der Impuls vom Jens, den er gerade losgeschossen hat auf dich? Was passiert mit dir und was möchtest du tun? Du kannst sofort Stopp sagen sozusagen, kannst das Video ausmachen und an was anderes denken, was anderes machen. Du kannst auch Stopp sagen, während ich weiterspreche und dir sagen, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding und das möchte ich mir auch gar nicht anziehen, hier den Schuh, und dann auch wieder was anderes denken. Oder aber dieses Video, dieser Text, dieser Impuls, den ich hier gegeben habe, bringt dich weiter, tut dir gut, dann hast du ein gutes Gefühl und je nachdem sind dann auch deine Gedanken, deine Gefühle und auch deine Handlungen daraus. Also der erste Schritt ist, werde dir bewusst, sei dir bewusst, dass es so ist, dass wir Impulswesen sind und dass wir reagieren. Und der zweite Schritt ist, mach aus deiner Reaktion eine Aktion. Das heißt, vom Passiven ins Aktive und entscheide du selber, wie du mit diesem Impuls umgehst. Ja, klingt einfach, ist auch einfach, manchmal fällt es einem schwer, aber trotzdem, wenn du dir immer wieder bewusst wirst dessen, umso leichter wird es dir fallen und dir fallen viel schneller und viel mehr Situationen dann in dem Moment auf. Und du sortierst auch, mit wem habe ich zu tun, in welchen Situationen möchte ich gerne sein. Und dadurch wird auch deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein auf diese Dinge gelegt, die dich weiterbringen und nicht auf diese Dinge gelegt, die dich eben nicht weiterbringen. Und du wirst sehen, das kannst du auch immer sehr gut selber testen, dass sich das eine auf jeden Fall vermehren wird und das Negative, die negativen Impulse durch deine Bewusstwerdung werden auch immer weniger. Ja, das war mein Impuls für dich heute. Wenn er dir gefallen hat, wenn er dir was gebracht hat, schreib was Nettes unter mein Video. Reich es gerne auch weiter. Schreib deine Erfahrung dazu auch gerne drunter, dass auch andere Leute davon partizipieren können. Abonnier den Kanal, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Und ja, die Glocke, dann wirst du immer über ein neues Video informiert. Und jetzt wünsche ich dir ja ganz viel Freude, Erfolg damit und ich bin gespannt. Also, bis dahin, lass es dir gut ergehen, dein Jens Faber-Neuling. Tschüss.